Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und es gab ja wieder ein weiteres Anspiel-Event, wo viele Content Creator den Chaos Theory Modus anspielen durften. Und ich habe mal versucht, für euch die besten Szenen von diesen Anspielvideos zusammenzuschneiden. Und als allererstes haben wir hier einen Clip, wo zwei Dryos aus dem Entwicklungslabor freigelassen werden. Dann haben wir als nächstes die Freilassung von einem Dilophosaurus in einem wunderschönen grünen Skin. Und von dem Dilo sehen wir sogar die Animation, wenn vier von diesen gleichzeitig freigelassen werden. Außerdem haben wir auch einen Clip, wo man die Dilos fressen sieht. Und hier sieht man nochmal, wie sie untereinander ein wenig miteinander interagieren. Auch wieder mit ihren Fächern, sehr cool. Hier legt ein Dilo eine Ziege, schön mit einem gezielten Sprung und dann auch nochmal das Anschreien mit dem Fächer. Und hier sehen wir eine kurze Animation, wie ein Rex eine Ziege im Amphitheater erlegt. Und dann kriegen wir auch nochmal diese schöne, süße Animation von den zwei Rexis zu Gesicht. Die Rexis haben tatsächlich auch eine Animation, wenn sie fressen, wo sie miteinander interagieren. Da streiten sie so ein bisschen um ein Fleischstück und reißen es dann auseinander und teilen es sich. Hier sieht man das Ganze nochmal. Und es gibt auch einmal die Kill-Animation von dem Rex an einem Pachy. Und dieser wird dann auch gleich verspeist. Und jetzt kommen wir zu einer Angriffsanimation von dem Rexy gegen etwas Größeres, nämlich einen Mamenchisaurus. Auch diese kann der Rex erlegen, was ja neu ist in Jurassic World Evolution 2. Hier könnt ihr das Ganze nochmal sehen. Und weil es so schön war, noch ein drittes Mal. Und ich finde es besonders cool, wie hier in Panik die Paras weglaufen in der Herde. Dann haben wir hier einmal die Futteranimation von dem Para. Ist echt cool, wenn die so von den Pflanzen vom Boden direkt fressen. Und die Pachis machen das natürlich auch. Die großen Sauropoden, wie der Mamenchisaurus, fressen dann auch aus den Baumkronen. Und die winzig kleinen Compsognathus haben auch eine super süße Futteranimation. Die holen sich so ein richtig schönes Stück Fleisch da vom Futterspender runter und knabbern es dann mit dem Fuß drauf am Boden. Als nächstes sehen wir die Animation, wenn Raptoren freigelassen werden. Und zwar vier Stück an der Zahl. Und diese Raptoren können natürlich auch mit einem gezielten Sprung eine Ziege ohne Probleme erlegen.
Und jetzt wird's richtig interessant, denn jetzt sehen wir das allererste Mal einen kleinen Raptor, einen großen oder größeren Pflanzenfresser angreifen, nämlich ein Para. Und diese Kämpfe sehen schon echt interessant aus. Ich finde die echt mega gut gelungen so, sind mega dynamisch. Er wird ab und zu runtergestoßen, aber schafft es hier wirklich alleine, einen Parasaurolophus zu Boden zu bringen. Im Rudel klappt das Ganze natürlich auch. Hier sind die Raptoren zu zweit. Er springt hier sogar bis an den Kopf und dann bringen sie den Para zu Fall und haben ihn erlegt. Und gehen direkt auf den nächsten los. Das geht hier Schlag auf Schlag. Und da seht ihr auch, dass der Para sich wehrt. Also der tritt auch um sich, tritt die Raptoren zur Seite. Und die Raptoren versuchen sich weiter festzubeißen. Ich finde das so cool. Sieht alles so dynamisch aus, diese Animation. Und was ich besonders cool finde, ist, dass das immer unterschiedlich ist von den Animationen her und den Kämpfen her. Also es wirkt nie irgendwie so, dass es immer gleich ist, sondern jeder Kampf sieht anders aus. Hier kämpft er sogar gegen drei Raptoren und versucht irgendwie zu überleben. Aber das ist natürlich echt schwer. Und hier seht ihr es dann auch nochmal bei Tag. Zwei Raptoren gehen nochmal auf ein Para los. Fliegen dann auch runter. Das sieht echt alles super cool aus. Also das ist wirklich das, was mich mit am meisten geflasht hat von diesen ganzen Clips. Es sieht verdammt nice aus, wie die im Rudel zusammenarbeiten und hier die Paras erlegen. Natürlich können Raptoren auch wieder auf Besucher losgehen. Gezielter Sprung mit den Krallen in den Rücken und dann kurzen Prozess gemacht. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch die Freilassung von einem Suchomimus an. Das ist auch der letzte Clip für heute. Ich hoffe, dieser kurze Zusammenschnitt hat euch gut gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.